Yeah! Ups! Danger Zone! Hui! Ah, ist ja geil! Cool! Ach ja, das nieselt schon wieder. Hier rechts. Boah, ey, das Wetter, ey. Wir paar Glück mit dem Wetter. Geisteranfängerstrecke. Popeye. Als Anfängerstrecke ist sie echt nicht schlecht, weil sie hat einfach kein Gefälle hat. Da können auch keine Bremsen reingebremst werden. Junge, warum rollst du so scheiße? Aber ich? Nosebonk am Stell. Das ist ein sehr interessanter physikalischer Effekt und so. Weil der rollt anscheinend einfach eine Kacke, weil er direkt aufliegt. Der rollt ein bisschen schlechter als mein noch guter Highroller gestern, aber. Du siehst ja, dass er hier Bodenkontakt hat. Da hat er keinen Bodenkontakt. Das heißt, wenn der Boden so bappig ist, dann knickt er glaube ich nicht. Und hier ist halt überall. Ja, weil heute ist echt krass, ey. Gestern war es ja schon übel, aber jetzt muss ich echt, dann denke ich, dass ich springe und so, Alter, jetzt musst du vom Sprung bremsen und dann kriegst du nicht mehr, verdammt. Riesengeil. Schön Compression. Musst du hier reintreten? Bist du einfach zu langsam. Aha. Welle 8 oder wie auch immer. Ups, das war gestern auch schon verkackt. Gerade der MTB im Front. Habe ich noch nie gekriegt. Vielleicht jetzt. Das erinnert mich irgendwie an Ledes Halb. Yeah.
Fresse, Tagada, Scare, Fresse. Das ist für Deutsche extrem lustig. Was heißt nochmal Fresse? Oder was heißt Fress? Fress, keine Ahnung. Trockenheit von wegen, ey. Trockenheit am Arsch und jedes Mal, wenn wir irgendwo Fahrrad fahren wollen. Das ist genau so. So war es original. Ja. So kacke irgendwie. Ja. Na gut, jetzt haben wir erstmal Double Black Diamond Trail. Da vorne irgendwo geht er ab. Also erstmal abrollen. Der Sprung sieht ein bisschen am Arsch aus. Alter, hier ist es voll verwildert. Hier sind wir gegangen. Bestimmt geil. Ich denke auch. Aber wir haben wahrscheinlich heute sowieso keine Zeit, uns das anzugucken alles. Hier weg, Vogel. Das haben wir geschafft. Jetzt sind wir Rad raus. Oh Gott! Was eine flache Landung! Also entweder du springst da 12 Meter hinten rein oder ist es eklig. Ja, ich glaube, das war unnötig, diese Strecke abzufahren. Die Landung wachsen zu, ja. Also riesen. Ja. Prinzipiell ist aber die Architektur. Die Idee ist gut, aber der Zustand ist. Ja. Dieser große Buckel, das müsste einfach so. Genau, sein. Ja. Ja, du siehst super aus. Du siehst es aus wie so ein Ratte. Free Ride! Ich finde, es passt zu meinem Outfit hier, deine blaue Jacke. Ja, ja. Oder? Ja. Fahren wir Fahrrad? Wie man sagt, wenn zu viel gelabert wird. Fahren wir Fahrrad! Das ist ja geil. Alter, richtig opfermäßig. Nicht so schnell, du Knecht. Oh shit! Da hab ich zu spät gesehen, ey. Okay, was haben wir hier? Alter, ist das assi. Ey, wäre ich jetzt hier volle Kanne drüber gedonnert in der Mitte. Tot. Okay, der Anfang war cool. Es war sehr geil, einer der besten Trails bisher. Oh. Bisschen zu kurz. Ich habe mich jetzt verwirrt, dass da jetzt. Ich habe jetzt gar nicht gesehen. Und dann kommt er auf einmal. Und dann jetzt hier noch. Die denn da rangefuhren? Aber aktuell ist es ausnahmsweise mal windstill, ne? Ja, aber muss ja reichen. Ne? Eigentlich muss das reichen, ja. Ich glaube nicht, dass die anderen drehten viel. Das ist total verwirrend, so viele Trails, wie es hier gibt. Und Lines. Okay.
der weit. Und diese Landung ist irgendwie so. Ich glaube, wir sind Pussys heute. Ich will halt nicht am ersten Tag schon am Arsch sein. Oh, war ganz knapp hier. Ja, wir sind einfach Pussys, das muss man anerkennen. Ob Sendmode, step up, jetzt. Weil da drüben auf den Hügel, da geht doch, ist das so eine Spur oben, oder? Da zwischen den zwei Steinen runter. Ja, wir gucken uns einfach mal an. Also einfach mal irgendwie drauf zu, ne? Alter, ich hab's noch nicht mal gepackt. Ey, das ist ja nur, da fährst du ja nur einen Berg hoch. Das ist total geil irgendwie. Da fährst du so, ne? Ja. Oh, blauer Himmel. Ah, witzige Strecke. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass wir wahrscheinlich Pussys sein werden und hier nicht mehr herkommen. Loses Geröll. Überall loses Geröll. Es wird wieder langsam ein bisschen warm hier. Und Gypsy! Ein kurzes Stück auf die Gypsy. Beste Strecke der Welt. Nicht. Also oben schon, aber. Oh. Oh. Alter! Oh. Fast gestorben. Oh, bisschen out of control, muss ich sagen. Aber ist ja auch noch Jungfernfahrt. Jetzt glaube ich, es liegt einfach an dem Hang hier. Du kannst einfach nicht. Weil die war stellenweise genauso verscheppert wie die Gypsy. Aber da es steiler ist, ist es hoffentlich auch schneller vorbei. Upsa. Nur steil. Hängt drauf wie ein Bauhaus, das war eigentlich ganz witzig. Leicht, ja. Ja, also es gibt da drüben Lift, da hinten Lift, hier Lift und dann gibt es noch in Val d'Isère gibt es noch Lifte.